Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin in der ganz glücklichen Lage, heute das erste Mal die Zustimmung von Bündnis 90 Die Grünen zu bekommen, bin ich ganz sicher, Herr Czocke, nämlich es geht um Sachkosten für Tierschutzvereine, da hatten Sie ja auch so ein warmes Plädoyer gehalten und wir sind auch dafür, dass wir die Kosten erhöhen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Ansatz 15, 16 unterschritten wird in 17, 18. Das war ja auch im Ausschuss. Und gerade die Tierschutzvereine sind ja, wie Sie auch schon ausgeführt haben, nicht ausreichend versorgt. Sie haben mit ständig steigenden Kosten zu tun, Personal, der Mindestlohn schlägt dazu, die Verwaltung, die Energie, die Nebenkosten, die Futtermittelpreise und natürlich auch der Tierarzt. Mit Spenden allein schaffen die das nicht. Und eine Verkürzung der Arbeitszeit, um die Kosten zu reduzieren im Lohn, hat ja auch keinen Sinn. Also dem Schutz von Tieren und der Planungssicherheit der Betreiber von Tierschutzeinrichtungen sind wir schuldig. Der Punkt 3 mit der Forschung in diesem Bereich ist auch sehr wichtig. Das heißt also, ich bitte darum, unserem Antrag zuzustimmen. Wir möchten eine Erhöhung haben auf 1.500.000. Ich denke, die Grünen können in dem Fall wirklich mal zustimmen. Vielen Dank.